Welcome back, my friends, oder wie auch immer man das sagen würde. Willkommen zurück hier bei Let's Play Risen. Wir machen direkt weiter, legen uns ins gute Bettchen, schlafen bis zum nächsten Abend, denn wir haben jetzt eine etwas längere Reise vor uns und machen uns auf, schweig, sonst boxe ich dich um, und machen uns jetzt auf Richtung nächsten wunderschönen riesengroßen Tempel. Ich meine, nein, das war blöd gesagt. Ich meine mich zu erinnern, der nächste Tempel wäre mit der kleinste. Wie viel Geschicklichkeit haben wir? 27. Lass uns handeln. Ja. Hammer des Titanenlords. Oh yeah. So. Ach. Come on. Ernsthaft? Mann, oh Mann, oh Mann. So. Wir legen den Bogen an. Bogen, 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 Bogen. Sieht schon ordentlich aus. Wenigstens mal wie ein Bogen. So, Quicksave 0. Auf geht's. So, wir werden jetzt, den Tempel habe ich ja beim letzten Mal schon gezeigt, den wir jetzt anstreben werden. Dafür müssen wir jetzt nochmal die ganze Küste lang laufen. Ich meine, wir finden jetzt auch die gute Patty, die uns begleiten will. Was gar nicht so unbedingt sein muss, wenn ich so überlege. Ja, da vorne steht sie. Na, mein Held? Was machst du denn hier? Mir kam so einiges zu Ohren, was du in der Zwischenzeit angestellt hast. Ganze Horden von diesen Echsenkriegern sind hinter dir her, weißt du das? Ach was, ist ja interessant. Aber keine Antwort auf meine Frage. Glaubst du denn, ich bleibe hinter der Theke meiner Kneipe, während du hier draußen den ganzen Spaß hast? Ich dachte, du könntest meine Hilfe brauchen, wusste aber nicht, wo ich dich finden kann. Also bin ich einfach an die Küste zurückgelaufen und habe auf dich gewartet. Irgendwie wusste ich, dass du hier noch einmal vorbeikommst. Also, wie sieht's aus? Nimmst du mich mit? In Ordnung. Du bist dabei. Schön. Aber pass auf. Ich habe an der Westküste eine Menge dieser Echsenkrieger gesehen, die nur darauf warten, dir das Leben schwer zu machen. Wüsste gern, was sie so aufgebracht hat. Wenn ich diese Insel vor der totalen Vernichtung retten will, muss ich leider die Gräber ihrer Ahnen plündern. Und das versuchen sie zu verhindern. Bisher hast du noch alles hinbekommen. Du wirst auch das schaffen. Danke für deine Zuversicht. Hoffentlich hast du recht. Dann geh mal vor. Ich werde dir folgen. Ach so, hier sind neue Gegner gespawnt. Da konnte ich mich ja gar nicht dran erinnern. Dann wird das mit dem Durchrushen wohl doch nichts, Leute. Tut mir leid. Ich wollte schön durchsprinten. Mal gucken, ob der Bogen viel mehr Schaden macht. Ah ja. Ey, das ist doch so furchtbar, man fühlt sich halt einfach nur so krass unterlegen. So. Wenn man im Nahkampf gegen die kämpft, von der Taktik her hat man einfach keine Chance mitzuhalten. Deshalb macht das auch als Nahkämpfer nicht so wirklich viel Spaß. Diese Echsen sind ganz schön hartnäckig. Sie tragen. Dann sei lieber. Ja. Wir haben gerade andere Probleme. Kümmer du dich um den, ich kümmere mich um den hier unten. Arbeitsteilung. Eins, zwei, drei, vier. Guckt euch an, man kommt nicht durch die Deckung durch. Mann. Nur mit Glück merkt er das. Und wenn man davon jetzt wirklich abhängig wäre, wäre ja furchtbar. Wir können ja mit der Magie draufhalten, dann haben die eigentlich keine Chance mehr. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Ach, noch einer. Ach, noch zwei.
Stimmt, der wäre zu langweilig, wenn es nur einer wäre, ne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins. Das war's mit dem Vieh. Puh. Meine Herren. Schön, dass die sterben. Naja gut, wäre ja auch zu einfach, wenn die keine Echsen wären. Dann wäre es ja gar keine Schwierigkeit. Jetzt komplett durchlaufen wäre auch nicht gerade im Sinne des Spielers. Es wäre mehr Langeweile als sonst irgendwas. Ach, ein Magier, muss das denn sein? Ja, hier werden natürlich jetzt nochmal die ganzen Gegnerhorden ausgefahren, die es so gibt. Wie kommt es nur, dass bisher niemand diese Echsenwesen gesehen hat? Vielleicht haben sie alle glauben lassen, dass es sie gar nicht gibt. Und wenn sie doch mal jemand gesehen hat? Dann war es vermutlich das Letzte, was derjenige je gesehen hat. Diese Mistkerle. Lass sie. Ja, ja, meine Meinung. Da darfst du mich nicht so oft anquatschen. Mann. Ist doch nicht wahr, ey. Boah, da sind noch viel mehr von denen. Gottes Willen. Also, das ist jetzt nicht das große Problem von der Schwierigkeit her. Ihr wisst ja. Von der Schwierigkeit her ist das gar kein Problem. Es ist vielmehr die Tatsache, dass es jetzt wirklich hier so eine reine Kampfsequenz ist. Und ich weiß, inwiefern das für euch wirklich so interessant ist. Ein Elitekrieger ist auch dabei. Ah, okay, das ist jetzt hier die riesige Streitmacht, oder wie soll ich das verstehen? Ist ja äußerst witzig. Nein, wir dürfen nicht reden. Tut mir leid, Leute. Wir müssen momentan wirklich alles darauf setzen, den hier zu töten, bevor die anderen aufzauen. Falsche Taste, dammit. So. Alles klar, und der auch instant? Yo. Nice. So, gar kein Problem hier. Ich weiß gar nicht, warum wir uns so anstellen. Meine Herren. Ein Mana-Tränkchen. Ein Heiltränkchen. Ein Frostbällchen. Und nur normale Krieger hier, das ist ja gar kein Problem für uns. Sogar komplett ohne Magie noch besiegt. Sehr schön. Ja. Soweit so gut, ne? Das ist nochmal ein starker Elitekrieger. Natürlich blöd, dass hier so einer war. Also okay, Patty. So. Mana-Tränkchen. Scheiße, ey. Die tauen ja auch gleich wieder auf, ich wusste es doch. Okay, Inventar. Tränke, großer Trank. Wir hauen natürlich ordentlichen Schaden raus, keine Frage. Das war's mit dem Vieh. Aufgepasst. Aber die Viecher auch, und das ist das Problem. So, wir plündern mal ein bisschen oberflächlich. Wir werden uns sowieso wieder neu eindecken müssen mit Tränken. Das, was wir hier finden, ist sowieso eher unnötig. Kleine Heiltränke bringen uns gar nichts mehr.
3 Elite-Krieger. Uiuiui. 4. Das wird uns allerdings große, große Probleme machen. Oh, das wird lustig. 1, 2, 3, 4. Oh oh. Zack, einer tot. 2. Oh oh. Patty, du schaffst das. Zeig, dass du ein Kerl bist. Wie hält die bitte aus? Ist ja krass. Okay. Nächster Down. Gott. Gott, Gott, Gott. Stirb! Nein! Oh! Gott. Schockmoment am Ende. Das ist immer wieder typisch. Okay, wir haben hier gut aufgeräumt. Ohne Frage. Gut, gerade mal wieder Level Up gehabt. 29 Lernpunkte. Jetzt werden uns hier die Lernpunkte zugeschmissen. Obwohl wir sie kaum noch brauchen. Wir können natürlich ein bisschen was in Mana investieren. Ein bisschen Stärke, dass wir unsere nächstbeste Waffe benutzen können. Aber notwendig ist es ja nicht wirklich. Ah, Anführer, okay. Los, Patty! Du Scheiße! Hilfe, Hilfe! Man will mich töten! Der ist tot. Der Anführer ist frozen. Der ist auch so gut wie tot, okay. Ja, gerade ordentlich viele Tasten hier getriggert. Patty, töte oder frozen? Alles klar. Töte die Anführer der Echsenkrieger. Oder die Anführer der Echsenkrieger. 1 von 4. Ja. Muss ja nicht unbedingt sein, oder? Verstehst du wohl. Okay, da war ordentlich viel drin. So, noch ein Tränkchen. Und hier hinten haben wir den nächsten Tempel. Ich weiß nicht, ob Patty uns jetzt darauf anspricht. Ja, genau, die wartet nämlich. Okay. 7. Sprung. Und rein in den Spaß. Ich erinnere mich, dass das hier eigentlich der einfachste Tempel war. Ghule sind ja nicht gerade unser Problem. Ghule sind nicht unser Problem. Ghule sind nicht unser Problem. Boah, ihr wollt mich doch verarschen, ihr Scheißviecher, oder? Ich kann euch auch einfrieren, so ist es nicht, wisst ihr das? Mann, oh Mann, oh Mann. So. Alles klar. 1, 2. Wir sind natürlich immer noch ein Distanzkämpfer, Leute. Daher ist der Nahkampf selbstverständlich nicht allzu empfehlenswert. Naja. Was will man machen? Nehmen wir alles mit. Schaden kann's nie. Also wie gesagt, ich habe in Erinnerung, dass das hier eigentlich so der einfachste Tempel gewesen ist. Ich kann mich auch irren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier war jetzt, glaube ich, eine Aschebestie. Ganz genau.
die uns jetzt riesige Probleme bereiten wird. Sei denn, ich reagiere gut. Alles klar. Meine Güte. Quicksave, Heiltrank. Drecksgule, ne? Wisst ihr, die sind echt so frech, die Viecher. Ich höre die ganze Zeit, das ist das Schlimmste daran. Ach so, hier geht's gar nicht weiter, okay. Ich verstehe schon. Ah, okay. So, so. Kriegst du erstmal eine geklatscht, oder? Also fast. Okay, haben uns aber auch nichts mehr entgegenzusetzen. Ist das ein besonderes Schwert? Berserkerschwert. Oha. 80-80 haben wir natürlich nicht. Okay, hier haben wir die Barriere. Quicksave, 8, zack, 3, ach, dammit. So. Oh, ihr seid doch so, Mann, ey, das ist aber auch ein mieses und hinterhältiges Kampfsystem, das die hier zutage legen. So, damit sind wir jetzt hier offiziell im Tempel angekommen. Hier können wir auf jeden Fall drüber levitieren. Verzeiht mir, Leute, dass ich das gerade alles andere als lustig finde. Okay. Neuer Versuch. Wusste ich's doch, dass der nichts machen kann. Okay, dann können wir jetzt in Ruhe hier erledigen. Das Runenschwert sieht übrigens gar nicht so schlimm aus, wie ich dachte.